Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS-TV. Ja, wie ihr bemerkt, bin ich immer noch in Spanien und habe mir da auch, was die Technik angeht, einiges einfallen lassen. Ja, ich zeige euch auch weiter, was wir hier machen. Wir haben auch eine super Rollertour gemacht, die ist einfach die Top, das andere, was ihr bis jetzt gesehen habt, nochmal. Das würde ich euch empfehlen, kommt aber ein paar Tage später, weil der Film etwas größer ist und der muss noch nachvertont werden. Da habe ich natürlich jede Menge, aber der kommt und da freue ich mich auch schon drauf. Die Filme oder die Videos zeige ich natürlich weiter, hatte ich ja anfangs angekündigt. Aber es geht heute um einen Karthago, den wir bei GNS Grimma gemacht haben. Der hat auch ja TV bekommen und auch Solar und Lithium bekommen und der hat alles Mögliche, ja, und da lauschen wir dem André nochmal zu. Der war sehr emsig über die Feiertage mit Videodateien. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, das ist ja klar. So, und dieser Standard, den ihr bis jetzt seht, den gibt es nächstes Jahr neu. Wir werden neue SAT-Anlagen im Programm haben. Es gibt neue, wie gesagt, die Module. Da wird die Zelle nochmal gesteigert. Also, das ist schon der absolute Knaller. Wir haben da was Neues im Programm von einem namhaften Hersteller. Wir bleiben ja bei SunPower, das wisst ihr ja. Da haben wir ja den direkten Zugriff drauf. Das ist natürlich auch immer super. Ab sofort auch gelabelt für GNS TV Performance. Und da freue ich mich natürlich besonders drauf. Ja, Lithium wird es auch wieder was Neues geben. Aber jetzt gehen wir erstmal zu dem Karthago rüber und horchen dem André aus Grimma nochmal in diesem Video, wo ich euch viel Spaß wünsche. So, da es heute etwas lauter ist draußen, habe ich mich mal ins Wohnmobil verzogen. Hier ist André von GNS Grimma. Wir haben hier einen Karthago Kompaktline. Der kam zu uns und hatte nicht wirklich viel Ausstattung. Und der Kunde wollte gerne einmal alles. Er hat von uns bekommen eine große Solaranlage. Er hat eine 280 Amperestunden Forster Lithium von uns bekommen mit Hauptschalter und Messschand, also Batteriecomputer, weil er wollte keine zusätzliche Anzeige im Wohnmobil haben, er wollte aber trotzdem sehen, wie lange hält denn meine Batterie noch. Und da haben wir an der 280 Amperestunden haben wir direkt eine Vorrichtung mit dran, wo der Batteriecomputer von Victron Smart direkt mit angeschraubt werden kann. Völlig platzsparend und das haben wir hier unten im Batteriefach untergebracht, zeige ich euch gleich. Also er hat bekommen eine große Solaranlage, er hat bekommen von uns eine Sidetrack SAT-Anlage, er hat die Oyster Connect bekommen, also alles fontänenhaft im kompletten System. Eine Taste drücken, Anlage fährt aus und sofort ist das Bild da, zeige ich euch gleich. Und er hatte schon den Fernseher drin, in 22 Zoll, original von Karthago. Dieser war aber kein Smart TV. Wenn wir natürlich jetzt die Oyster Connect verbauen, haben wir dem Kunden gleich noch mit die Empfehlung gegeben, einen Smart TV mit zu verbauen für Netflix, YouTube und die ganzen anderen Geschichten. So, das zeige ich euch kurz. Die ganze Anlage läuft natürlich über die Fahrzeuglautsprecher, die haben wir hier unten drunter. Hier haben wir sofort das Bild. Hier oben haben wir die hochgefahrene Oyster Connect. Und somit ist es jetzt ganz einfach, in Richtung Smart TV zu gehen. Da haben wir die Taste. Und da können wir hier jetzt unsere ganzen Apps auswählen. Netflix, BBC News, was es nicht alles gibt. Hier hinten haben wir unser YouTube zum Beispiel. Ich teste das jetzt einfach mal. Die App startet. Der Fernseher ist mit WLAN und Bluetooth. Ist jetzt mit der Oyster verbunden. Und ich kann mir hier mein Video auswählen. Und schon geht das Ganze los. Gerade weil es bei uns so kalt ist, gerade machen wir es uns hier mit dem Bildschirm etwas bequemer und lassen ein kleines Feuerchen lodern. Das funktioniert natürlich jetzt überall. Ich schalte die Oyster Connect ein, fahre die SAT-Anlage aus, kann mir jetzt auswählen, möchte ich den gern
YouTube gucken oder Netflix gucken oder möchte ich das normale Fernsehprogramm gucken? Ich kann es auswählen. Die große Solaranlage speist uns den ganzen Strom. Wir sind hier, denke ich mal, völlig autark. So viel wird der Kunde nicht verbrauchen. Ich wollte euch noch kurz zeigen, wo das originale Batteriefach ist. Das haben wir hier. Da sitzt unsere 280 Amperestunden Forster Lithium mit Messschand. Die Solaranlage, alles abgesichert. Der Hauptschalter direkt an der Batterie, wenn das Fahrzeug eine ganze Zeit lang unbenutzt steht, kann man direkt an der Aufbaubatterie das Fahrzeug stilllegen. Jetzt ist der Kunde voll ausgerüstet. Er hat eine Solaranlage. Er hat eine große Forster Lithium bekommen. Er hat ein Smart TV. Er hat eine Sat-Anlage. Er hat die Oyster Connect. Wir wünschen wie immer dem Kunden viel Spaß. Ich denke, wir haben es gut hingekriegt. Der Kunde wird zufrieden sein, kommt nachher das Fahrzeug abholen und bekommt dann noch eine ordentliche Einweisung. Ich habe vor uns schon mal auf dem Tisch gefilmt, was da alles liegt. Hier haben wir die Bedienungsanleitung von der Sidetrack. Hier haben wir die Oyster Connect. Hier haben wir den Smart TV, den er noch bekommen hat. Das ist die Fernbedienung vom Fernseher. Der Solarregler, wenn man mal nachschauen möchte. Und wie immer unsere Forster Lithium Zeitung. Gibt es ja auch noch mal mit dazu. Das sieht aus wie ein Geschenketisch zu Weihnachten. Nein, ich bin zufrieden. Das Fahrzeug hat den Test bestanden. Wir haben alles ausgiebig getestet. Wir haben keine zusätzlichen Displays. Da der Smartschand und der Victron Solarregler Smart sind und sich gegenseitig unterhalten. Also wir haben hier wieder den Smartschand von Victron als Hauptdatengeber programmiert und der unterhält sich über das eigene Netzwerk mit dem Solarregler, um die Ladung der Lithiumbatterie noch viel, viel effektiver zu machen. Somit wünschen wir dem Kunden viel Spaß. Haben wir gerne gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Da haben wir noch einen nagelneuen Hümer auf Mercedes-Basis. Das ist auch ganz interessant. Ja, Leute, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich habe hier und da wesentlich mehr Arbeit mit diesen Videos wie letztes Jahr, weil ich auch angekündigt habe. Ich wollte aber auch noch, was mir auch Spaß macht. Das ist ja das, was mir immer Spaß gemacht hat. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Ich hoffe, es gefällt. Und ich hatte ja angekündigt, dass wir auch Wohnmobilgeschichten erzählen. Dass wir Leute fragen, wie ist es euch gegangen? Leute, die sind zu mir gekommen, Guido, stell dir vor, dann und das ist mir passiert. Wenn ihr da mal irgendwas habt, wer da was erlebt hat, auch jetzt im Winter, wer hat zu viel, wer hat zu wenig bekommen, fühlt sich ungerecht behandelt oder ist über die Maßen hinaus behandelt worden, ja, das ist ja auch ganz normal, ja. Leider sind die negativen Dinge immer die, die überwiegen, das ist leider so, aber es gibt natürlich super, super, super viele interessante Dinge, die man berichten kann und einfach her damit. In dem Sinne würde ich sagen, wir kümmern uns jetzt wieder um die Technik. Ja, da gibt es ganz, ganz viele neue Dinge zu berichten. Und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Euer Guido von GNS TV.